Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Couchdigger 29. Ich bin der Sascha und heute geht's wieder darum, 5 Päckchen auszupacken, virtuellerweise vom Online-Panini-Sticker-Album. Und es ist soweit, die Achtelfinals stehen vor der Tür. Diesen Montag ist es soweit, Deutschland spielt gegen Algerien. Da sind wir sicherlich alle richtig gespannt drauf und drücken der deutschen Mannschaft so richtig die Daumen. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange rum und ich sag Klick. Und während es lädt, noch ein kurzer Hinweis zu meinem letzten Video. Ich habe mich jetzt tatsächlich doch mal dran gewagt und mein allererstes Let's Play auf die Beine gestellt. Ist noch ziemlich ungewohnt für mich und es lief noch nicht alles so rund, wie es sollte. Aber schaut mal rein, gebt mir doch euer Feedback, schreibt in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und dann gibt es da auch vielleicht demnächst mehr. Und jetzt geht's in diesem Video aber um andere Sachen. Und fangen wir mal an, die geschlossenen Tauschs uns vor die Nase zu halten, denn ich habe ja wieder ein paar Sticker ertauscht, erfolgreich, und zwar, das bin ich hier, wie wir sehen, und ich habe mit dem Uziel Marque aus Argentinien getauscht, oder ist das Uruguay? Ne, müsste eigentlich Argentinien sein, oder? Und zwar habe ich den Herrn Felipe Caicedo abgegeben, Ecuador, und dafür Edin Dzeko, Bosnien-Herzegowina, bekommen. So, den holen wir natürlich und wir bekommen dementsprechend auch einen neuen Fansticker, denn ich habe zum ersten Mal einen Spieler von Bosnien-Herzegowina ertauscht. Juhu! Und das freut mich natürlich. Das war ja auch der ganze Sinn und Zweck, dass ich mal ein paar neue Mannschaften tausche, neue Spieler von anderen Mannschaften und dementsprechend auch diese ganzen Fansticker bekomme. So, jetzt mit einem Spieler aus Deutschland habe ich den Herrn Thibaut Courtois ertauscht, Belgien, und ich habe den Viererpack Müller abgegeben, und wer ist das? TSG 1234567. Ja, vielen Dank für den Herrn Courtois oder Courtois, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Wieder einen Belgier, und langsam müsste mein belgisches Team dann auch voll sein. Also ich glaube, ich habe dann auch alle Belgier vollständig. Und das wäre dann schon mein drittes Team, was ich vollständig ertauscht und zusammengesammelt habe. Freut mich natürlich. So, mit einem Belgier. Oh, das passt ja. Ich habe einen belgischen Spieler von einem belgischen User bekommen. Abgegeben habe ich den Herrn Joao Moutinho und habe dafür Tobi Alderweireld ertauscht bekommen. Ja, super. So, weiter geht's. Jetzt habe ich, hier kriege ich auch wieder einen Fansticker. Und zwar habe ich mit dem Herrn Klitz, Elise oder Klitz 9800 aus Kanada getauscht. Und zwar Ushida habe ich bekommen und Arevalo Rios, Uruguay habe ich ertauscht und abgegeben. Ja, Uruguay, da ist ja der Herr Suarez quasi in aller Munde, ne? Aller Munde, versteht ihr? Nicht witzig? Okay. Ja, also das ist natürlich eine harte Sache. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, er hat eine 4-monatige Sperre bekommen auf internationaler Ebene, aber auch auf Vereinsebene. Das heißt, er kann auch jetzt erstmal die nächsten 4 Monate auch nicht anfangen, in der Premier League weiterzuspielen für Liverpool, wenn die Saison startet. Also das ist ein wirklich hartes Urteil. Aber ich muss auch sagen, das geht natürlich nicht hier. So einfach rumbeißen auf dem Platz. Also, wo kommen wir denn da hin? Wir sind ja hier nicht. Wir sind ja hier nicht bei den Kochprofis. Naja. So, ganz schnell letzten Tausch abschließen. Ich habe hier mit dem Herrn Tammy Palmer aus Brasilien getauscht. Ich habe Karim Benzema abgegeben und habe den Herrn Van Jan Vertonghen bekommen. Ich hoffe, ich habe die Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Das sind jedenfalls jetzt die 7 neuen Sticker. Und die fange ich jetzt mal an, ganz schnell hier einzukleben. Zack. So, Bosnien-Herzegowina. Und, tatsächlich, hallo. Ja, das sind jetzt die letzten Belgier, die ich jetzt einklebe. Und, meine Damen und Herren, ich bin stolz, verkünden zu dürfen, dass jetzt auch das belgische Team vollständig ist. Ja, danke, danke, danke. Das freut mich natürlich. So, also schon 3 Mannschaften jetzt vollständig zusammengesammelt. Und was gibt's noch kurz zu sagen? Also natürlich, ich muss mich jetzt mal ein bisschen sputen, mehr Videos machen. Ich kann halt pro Tag immer nur 5 Päckchen öffnen, aber ich versuche jetzt wirklich jeden Tag ein Video rauszuhauen erstmal, dass auch wir, hoffentlich das bald vollständig zusammen haben, dieses
Heftchen virtuellerweise. Ihr seht hier 48% zusammengesammelt. Also ich habe noch gute die Hälfte vor mir. Jetzt fangen wir erstmal an. 5 Päckchen werden jetzt geöffnet. Zack. Geht's los mit dem ersten. Und was sehen wir? 3 neue Karten. Da haben wir einmal den Neymar, den habe ich schon. Pedro Rodriguez, Spanien. Und jetzt kommen die neuen Kärtchen, die neuen Sticker. Einmal Griechenland, Kostas Mitroglou, Didier Drogba. Und Honduras, Noel Valadares. So, das ist einmal eine gute Ausbeute. 5 Sticker, 3 neue. Weiter geht's. Nächstes Päckchen. Okay, hier haben wir nur 2 neue. Von links nach rechts. Das ist jetzt, ist das jetzt Chile? Oder ist das Costa Rica? Nee, das ist Chile. Nee, das ist Costa Rica. Oh, ich bringe die immer durcheinander, egal. Entweder Chile oder Costa Rica. Da haben wir den Eduardo Vargas. Dann haben wir einmal, das ist, das ist Kolumbien, David Ospina, Torwart. So, den habe ich schon, Juan Cuadrado. Und diesmal nenne ich ihn nicht E-Cuadrado, wie im letzten Video, sondern Cuadrado. Auch wieder Kolumbien. So, einmal das Logo von Italien und Eden Hazard. Ja gut, den habe ich schon. Fange ich mal gleich, lege ich mal los mit dem nächsten Päckchen. Wieder 2 neue nur. So, Alvaro Negredo, Spanien, dann Australien, Tommy Oar, dann haben wir hier wieder Griechenland, Giannis Maniatis, England, Gary Cahill, ja, England, naja, anderes Thema, ne? Müssen wir nicht drüber reden, das war nichts bei dieser WM, wie auch bei den letzten, eigentlich so, und wieder Honduras, Carlo Costly. So, ich würde sagen, ich klebe die mal ganz kurz ein. Die neuen. Ist ja nicht zu viel passiert. Kolumbien. Zack. Griechenland haben wir jetzt zweimal. So, jetzt haben wir Elfenbeinküste. Didier Drogba. Der größte Star bei der Elfenbeinküste. Einmal das Logo von Italien. Ah, da habe ich auch noch einige nach. 1, 2, 3, 5, 6 Spiele nach. So, das war Honduras. Zweimal Honduras hier. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich will jetzt mal schauen, welche Nationalmannschaft war das? Chile, okay. Also, das ist Chile. So, weiter geht's. Nächstes Päckchen. Wieder 2 neue dabei. Einmal Australien, Mark Milligan. Dann Griechenland, Giorgos Samaras. Giuseppe Rossi, Italien. Schweiz, Stefan Lichtsteiner habe ich jetzt schon doppelt. Und einen neuen. Argentinien, Ezequiel Garay. Und ich glaube, der Garay ist doch gewechselt jetzt von Benfica zu Zenit St. Petersburg. Und eigentlich war es ja auch im Gespräch, dass FC Bayern heiß auf diesen Spieler war. Und ich glaube, die standen noch in Verhandlungen. Er hat sich dann letztendlich aber für Zenit St. Petersburg entschieden, ist also neuer Teamkollege von Hulk. Und ich vermute einfach mal, dass auch das Geld da hauptausschlaggebend war. Wenn jemand wählen kann zwischen Bayern und ich muss mal ganz gucken, wie ich übrigens bei der Kamera aussehe. Hallo. Okay, warte mal. Ich lasse mal ganz kurz. So, zack. Was ist denn mit meiner Mütze los? Geht ja gar nicht. Okay. So, weiter geht's. Was ich sagen wollte, ist, wenn jemand wählen kann zwischen Bayern München und Zenit St. Petersburg, ne, und jemand entscheidet sich dann für St. Petersburg, dann bin ich fest der Meinung, dass da wahrscheinlich das Geld ausschlaggebend wird. Ne? Aber ist ja gut. So, 4 neue Sternchen. Super, cool. Also 4 neue Sticker. Los geht's. Uruguay, Egidio, Arevalo, Rios, den hatten wir ja schon mal. Jetzt neu, Bosnien-Herzegowina, Haris Medunjani. Dann, das ist glaube ich Algerien, oder ist das Iran? Ist zu klein, kann ich gerade nicht lesen. Javad Nekunam, so dann Nani, das wundert mich ja, dass ich den Nani noch nicht hatte. Naja, okay, Nani, neu, und Kevin Prince Boateng, der ja rausgeflogen ist aus der ghanaischen Nationalmannschaft. Warum, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist er jetzt irgendwie nicht mehr mit dabei, oder weiß ich nicht, irgendwas stand da in den News, bin mir nicht sicher. So, und 5 Päckchen haben wir jetzt schon geöffnet, und das heißt, das war's für heute. Jetzt kleben wir mal schnell die restlichen ein. Einmal den Herrn Milligan hier.
So, dann haben wir einen neuen Argentinier, den Herrn Garay, wie wir eben auch schon erwähnt haben. So, Bosnien-Herzegowina hier. Iran, okay, Iran war das. Nikunam haben wir hier. Und jetzt geht es weiter mit dem Herrn Nani. Kommt hier hin. Also ihr seht, ich habe noch einiges vor mir. Ich versuche auch wirklich jetzt die Tage mehr Videos rauszuhauen. Und das war's dann jetzt auch schon. Wie ihr seht, lauter doppelte Karten habe ich wieder. Und ja, jetzt würde ich sagen, guckt euch mal meinen Tauschstapel an. 26, hier wieder 12, also 38 neue Karten. 38 doppelte Sticker, die wir ja tauschen können mit anderen. Hammer. Und jetzt packe ich erstmal auf den Tauschstapel die restlichen Karten. Ich sage immer Karten. Ich bin so dran gewohnt, Sammelkarten vorzustellen oder so. Also es sind ja keine Karten, es sind Sticker. Ne? So. Okay, so. Verschieben fertig. Und jetzt machen wir natürlich auch die obligatorische Tauschanfrage. So, und jetzt fange ich mal an. Ich möchte auf jeden Fall den... Weißt du was? Ich fange einfach mal an, hier ein paar Brasilianer zu tauschen. Den Debussy. Und als letztes will ich den... Will ich den hier, den Indy. Holland. So, jetzt habe ich fünf Spieler, die ich tauschen kann. Jetzt ist jetzt natürlich die Frage, wen will ich dafür haben? Ne? Und also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall einen Brasilianer. Nehmen wir mal den Thiago Silva. Und jetzt möchte ich natürlich wieder ein paar Fernsticker. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar... Hatte ich hier schon einen? Ein paar... Ach, warte mal, das... Ja, ich werde jetzt einfach auch mal einen Ami ertauschen wollen. Mal gucken, ob ich dann noch einen Fansticker bekomme. Hier Korea bin ich mir sicher, dass ich da noch keinen Fansticker habe. Deswegen nehme ich einfach, wen nehme ich da? Quack Tee Wie, wie auch immer das ist. Algerien, ja, mal hier ein. Costa Rica habe ich bestimmt auch noch keinen Fansticker. Und dann war es das jetzt auch erstmal. Also ich will in dieser Sendung sage ich jetzt schon, soweit ist es noch nicht, in dieser Folge erstmal jetzt ein paar neue Fansticker bekommen. Und dann werde ich sicherlich demnächst wieder mehr den Fokus drauf legen, meine Mannschaften voll zu kriegen. So, speichern wir erstmal diese Tauschanfrage ab. Und dann war es das auch für die heutige Folge. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin irgendwie heute nicht so ganz frisch. Es ist hier früh am Morgen und hat eine relativ kurze Nacht. Deswegen, ja, falls ich nicht so ganz flott geredet habe, ja, es wird besser. Ansonsten, ja, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr dieses Video gefunden habt. Abonniert mich, teilt doch dieses Video und gebt mir doch auch Feedback zu den anderen Videos. Zum Beispiel zu dem Let's Play, wie ihr das findet. Und ja, dann... gucken wir mal, was ich dann die nächsten Wochen und Monate hier auf diesem Kanal alles so anbieten werde. Weiter natürlich Sticker, wenn es geht, und Sammelkarten, aber auch vielleicht Let's Plays oder so von gewissen Dingen, die ich vorstellen möchte. Schauen wir mal. Und ihr könnt mir ja auch gerne euer Feedback geben, was ihr euch vorstellen könntet, was ich denn hier mal präsentieren könnte. Also gebt mir Feedback, Meinungen, Ideen und ja, dann machen wir was. Ne? Dann wird das was und das war es jetzt auch. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und ja, was ist euer Tipp für das Spiel Deutschland-Algerien? Schreibt doch in die Kommentare, was ihr meint, wie das Spiel ausgehen wird, wie viele Tore Müller diesmal erzielen wird, 4, 5 oder 6, ja. Das war's, ciao, tschüss, sayonara, bis zum nächsten Mal, euer Sascha.